Türchen Nummer 7. Ich zeige dir, was du tun kannst, um deine Kunden gezielt zum Kaufabschluss zu bringen und weniger Warenkorbabbrecher zu haben. Mein Tipp Nummer 1. Biete deinen Kundinnen an, sich in deinem Online-Shop mit einem Gastkonto anzumelden. Gerade in der Weihnachtszeit kaufen viele Nutzerinnen in verschiedenen Online-Shops ein und möchten sich natürlich nicht jedes Mal extra für ein Kundenkonto registrieren. Mit einem Gastkonto bietest du den Nutzerinnen eine komfortable Lösung, ihren Kauf schnell und unkompliziert durchzuführen. So minimierst du den Aufwand beim Geschenkekauf und die Zahl der Warenkorbabbrecher. Tipp Nummer 2. Biete deinen Kundinnen möglichst alle gängigen Zahlungsmethoden an. Beliebige Optionen sind zum Beispiel die Zahlung per Kreditkarte, PayPal oder der Kauf auf Rechnung. Aber auch SEPA-Lastschrift, Sofortüberweisung oder Vorkasse werden gern und oft genutzt. Bietest du teurere Produkte an, kann es sich auch lohnen, Ratenzahlungen anzubieten. Damit kannst du gerade in der Weihnachtszeit deine Kundinnen entlasten. Außerdem solltest du dafür sorgen, dass deine Bezahloptionen gut sichtbar auf deiner Website zu sehen sind. Zum Beispiel, indem du die Icons der jeweiligen Zahlungsdienstleister auf deiner Produktseite zeigst. Tipp Nummer 3. Biete deinen Kundinnen verschiedene Versandoptionen an. Wenn es möglich ist, gern auch kostenlosen Versand. So kannst du zum Beispiel deine Produkte mit einem kostenlosen Standardversand verschicken und für alle, die es wirklich eilig haben, einen zahlungspflichtigen Expressversand anbieten. Dann kommen auch Last-Minute-Geschenke noch pünktlich an. Außerdem solltest du deine Versandkosten und Lieferzeiten immer transparent kommunizieren. Das schafft nicht nur Vertrauen bei deinen Kundinnen, sondern sorgt gleichzeitig auch für Planungssicherheit beim Geschenkekauf. Tipp Nummer 4. Die Benefits nach dem Kauf. Deine Besucher haben sich für ein Produkt aus deinem Online-Shop entschieden? Glückwunsch! Dann solltest du auch nach dem Kauf mit deinen Kundinnen in Kontakt bleiben. Mit einer Sendungsverfolgung sorgst du dafür, dass deine Kundinnen auf dem Laufenden bleiben und sich in Echtzeit auf die Ankunft ihrer Produkte freuen können. Vielleicht möchtest du ja auch über einen Newsletter in Kontakt mit deinen Kunden bleiben. Dann kannst du sie auf der Bestellabschlussseite in einem netten Text dazu einladen, deinen Newsletter zu abonnieren. Oder du bietest als kleines Dankeschön einen Rabattgutschein für den nächsten Kauf an. Noch ein kleiner Extra-Tipp zum Remarketing. Hat sich letztendlich doch einer deiner Kunden dazu entschieden, nicht auf deiner Website zu kaufen? Keine Panik. Oft schauen sich Nutzerinnen erst noch einmal um und vergleichen mehrere Produkte, bevor sie wirklich eine finale Kaufentscheidung treffen. Mit sogenannten Remarketing-Kampagnen kannst du gezielt diese Menschen wieder ansprechen. Damit machst du noch einmal auf dich und deine Produkte aufmerksam und kannst deine Kundinnen zurückgewinnen. Mehr über Remarketing erfährst du auch in diesem Video. Für mehr Tipps abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.